Ich mache nicht mehr so lange wartig mit den Videos. Das macht so Spaß. Ja, gut. Pardon, ich habe schon. Also, hi und herzlich willkommen zum Freitagsvideo. Dieses Mal ohne mich selbst zu hauen. Heute ist Freitag und ich bin immer noch total happy, dass ich wieder Videos drehe. Und es ist immer noch arsche heiß bei uns. Also, ich schwitze etwas. Das ist bei mir schon sehr ungewöhnlich. Also es muss wirklich warm sein. Ja, heute ist Freitag und heute, naja, heute will ich euch noch ein kleines Update abschließendes geben und euch noch die letzten Reste der Geschichte erzählen, weil ich habe euch ja bis jetzt auf dem Laufenden gehalten. Also für alle, die nicht wissen, um was es geht, die kurze Zusammenfassung. Ich habe mir beim Mediamarkt ein Tablet gekauft. Und das für gutes Geld, möchte ich betonen. Also, es war halt nicht so, dass es irgendwie so ein Billigramsch war. Und da habe ich das mitgenommen nach Hause und habe entdecken müssen, dass das Internet drauf spinnt. Habe dann bei der Firma, die Trackstore ist, angerufen. Nee, erst geschrieben. Die haben mir dann gesagt, ich soll es einschicken. Dann habe ich es auf jeden Fall eingeschickt, kam wieder zurück, hatte eine Menge Displayfehler, Anzeigefehler und so weiter. Habe es also dann wieder eingeschickt, also bin dann mit meiner Mutter zum Mediamarkt gegangen und habe gesagt, ja, Leute, das funktioniert nicht. Jetzt habe ich was vergessen. Ich habe, bevor ich das gemacht habe, schon mal eins gehabt. Also ich musste schon mal zum Mediamarkt, weil das erste Gerät, das wir gehabt haben, da hat der Knopf gehangen, so rum war es. Und das war dann das zweite Gerät. Entschuldigt. Wenn man so lange daran rumarbeitet, vergisst man die Chronologie. Ja, auf jeden Fall haben wir dann das wieder einschicken müssen. Und dann haben wir es wieder bekommen und dann hat es wieder gesponnen. Dann haben wir es wieder abgegeben und dort waren wir stehen geblieben. Und zwar hat sich dann Folgendes ereignet. Wir haben es abgegeben. Am Freitag, ne? Nee. Mittwoch, es war ein Mittwoch, glaube ich. Ja, doch, war ein Mittwoch, weil am Freitag konnten wir es wieder abholen. Ja, wir haben es dann auf jeden Fall am Mittwoch abgegeben und die haben dann gesagt, sie müssen das erst nochmal also überprüfen und nochmal einschicken und dann kriegen die vom Mediamarkt auf jeden Fall okay, von der Trackstore und dann kriegen wir vielleicht das Geld zurück, wenn die was finden. Wenn nicht, dann könnten wir eine marktinterne Lösung oder sowas. Ja, dann haben wir auf jeden Fall das abgegeben und sie haben gesagt, ja, sie überprüft es auf jeden Fall nochmal im Mediamarkt. Und dann war es so, dass wir das abgegeben haben und ja, dann sind wir auf jeden Fall heim und dann nach 2 Tagen hat meine Mutter eine Mail gekriegt, ja, sie können das Gerät wieder abholen. Da habe ich zu meiner Mutter gesagt, nein, ich kann nicht schon wieder, ich kann nicht mehr. Sie soll es doch bitte abholen. Also die nachfolgenden Teile der Hörensagen, weil ich war nicht mit dabei. Und dann war es wohl so, dass meine Mutter das von dem Bearbeiter in die Hand bekommen hat. Er gesagt hat, er hat jetzt 2 Tage angeschaut und so weiter und er hat nichts gefunden. Also das Einzige, was er gefunden hat, sei, dass das Gerät nicht abgedatet worden wäre seit dem 19. September, ne? Ja, 19. September 2017. Und meine Mutter hat dann wohl nur noch gesagt, gekriegt, so lange haben wir das Gerät ja noch gar nicht, weil ich habe es ja am 1., ich habe es am 30. Januar 2018 erst gekauft. Und ja, dann war auf jeden Fall so, dass der dann eben das Gerät wieder mitgegeben hat. Und mein Bruder, der auch dabei war, der fand es auch nicht ganz so lustig, die ganze Geschichte. Und hat dann eben gesagt, wenn er Ingenieur ist für Elektronik, er ist auf jeden Fall ein Computerfachmann. Und der schreibt ja eigene Computerprogramme und programmiert Apps und so weiter. Also er hat wirklich Ahnung. Und der hat dann eben gesagt, okay, er guckt nochmal drüber. Weil es kann nicht sein, dass da nichts ist. Und ja, er hat dann auf jeden Fall geguckt. Und ich habe dann auch nochmal überlegt, was alles war und habe nochmal eine Liste geschrieben. Und dann hat mein Bruder erstmal im Internet ein bisschen recherchiert, was die allbekannten Problematiken sind, hat dann eben diese Probleme, die es dann so Gerät so hat, hat er dann nochmal verglichen mit dem, was das Gerät so macht und so weiter. Und er hat eine Liste gefunden. Also meine Mutter hat ja nicht gerade die größte Schrift gewählt, aber die Liste war so. Und ja,
Das war dann zum einen, dass das Gerät sehr heiß geworden ist, also dass das wirklich heiß gelaufen ist. Zum anderen, dass die Tastatur immer wieder ausgefallen ist, was ich auch schon bemerkt habe. Und sonst weiß ich jetzt gerade nichts mehr auswendig, tut mir leid. Ja. Dann sind wir auf jeden Fall, meine Mutter und ich, nochmal zum Mediamarkt hin. Und wir waren eigentlich beide schon so, oh, nö. Und dann sind wir da auf jeden Fall an der Kasse gestanden und haben gesagt, dass es immer noch nicht geht, dass es immer noch spinnt, dass da immer noch was nicht funktioniert. Und dann haben wir die Liste vorgezeigt, was mein Bruder entdeckt hat. Und wirklich, der Mitarbeiter ist mit jedem Satz, den er da gelesen hat, immer blasser geworden. Und ich will nicht sagen, dass es im Mediamarkt irgendwie falsch geguckt wurde oder so, aber naja, es wurde halt nicht so gründlich drauf geachtet, noch nicht so mit dem Fachwissen wahrscheinlich. Was da wieder geguckt wurde, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall am Ende hat dann der Bearbeiter gefragt, ob wir ein Austauschgerät haben möchten oder das Geld zurück. Und dann kam es von meiner Mutter wie aus der Pistole, das Geld zurück. Ja, und damit hat sich die Geschichte dann erledigt gehabt. Und ja, jetzt haben wir auf jeden Fall das Gerät nicht mehr. Wir haben auch kein Karton davon mehr. Wir haben nichts mehr da zum Glück. Und haben unser Geld auch zurückbekommen inzwischen schon. Das ist ja alles schon ein bisschen her. Also das haben wir noch vor dem Geburtstag zum Glück abgeschlossen bekommen. Wir haben dann auf jeden Fall das daraus gelernt. Und zwar, wir kaufen keine höheren elektronischen Geräte mehr vom Mediamarkt. Das ist nicht wirklich mehr das, was wir wollen. Ja. Und jetzt noch so eine kleine Anmerkung, so eine Randnotiz. Ich bin ja vor ungefähr einem Jahr oder so bin ich Mediamarkt Club-Mitglied geworden. Ist eine ganz blöde Geschichte gewesen. Ich habe nicht richtig zugehört, was die Frau an der Kasse wollte und habe nur gehört, dadurch können sie ihre Garantie verlängern. Und da habe ich gedacht, klingt supi, hab da unterschrieben und alles und jetzt bin ich Mediamarkt Club-Mitglied. Und ich glaube, am 22. Juli ist dann bei uns zu Hause ein Brief von Mediamarkt eingeflattert. Und ich dachte, oh nee, was wollen die jetzt schon wieder und so weiter. Und dann habe ich den Brief aufgemacht und da haben sie mir einen 10-Euro-Gutschein geschickt. War ich erst so ganz begeistert. Also erst war ich so, okay. Ich meine, da hatte ich den DS und alles noch nicht. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann kaufe ich es eben dort und dann spare ich ein bisschen was. Und dann hat meine Mutter und ich aber noch mal am Abend da gesessen und drüber geredet. Dann hat meine Mutter gesagt, das ist doch nett, das ist doch gut, das ist doch eine schöne Geschichte. Und dann machen wir das halt so, das wird so ein paar Spiele und so. Und dann habe ich nochmal den Gutschein durchgelesen, weil ich ja immer so denke, ich eben nochmal nachgedacht habe, naja, vielleicht kann ich mir von Gutschein auch einen iTunes-Gutschein kaufen. Die Hitze, wirklich, mit der Hitze zu denken, ist eine Kunst. Und dann habe ich da gelesen, ja, der Gutschein 10 Euro minus, wenn Sie im Wert von 50 Euro einkaufen. Da habe ich mir auch gedacht, das ist dreist. Das ist zackendreist. Erst diese ganze Problematik mit dem Tablet und dann auch noch so ein Gutschein, wo man im Grunde erstmal ganz teuer Geld einkaufen muss, damit man einen Rabatt kriegt. Also, das fand ich jetzt nicht so toll. Naja, auf jeden Fall habe ich dann noch einen Rest von einem alten Gutschein über 5 Euro und jetzt muss ich mir halt was überlegen, was ich am besten dafür kaufe. Und ja, das ist jetzt halt so eine, ist jetzt eben noch so die Sache. Ja, meine Mutter und ich, wir diskutieren schon seit ein paar Tagen, was da möglich ist und überhaupt. Und meine Mutter neigt zu Tintenpatronen, ich weiß noch nicht. Und man wird sehen. Aber das ist eine andere Geschichte und die Geschichte, die werde ich euch nicht auch noch antun, glaubt mir. Ja, das war auf jeden Fall jetzt das endgültige abschließende Update zum Thema des Tablets. Und meine persönliche Empfehlung und auch die, also was ich auch so ein bisschen so, ja, ich weiß nicht, so einen nicht so guten Moment fand, war, der Mediamarktherr hat uns dann auch noch am Ende gesagt, ja, also man dürfte ja nicht erwarten, dass ein 300-Euro-Gerät so gut funktioniert, da müsste man schon ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen.
Und da habe ich mir dann auch so gedacht, ja, nee, selbst wenn du mehr Geld in die Hand nimmst, die meisten Mediamarktgeräte sind bei uns irgendwie kaputt. Was mich auch nicht wundert, wenn da 1000 Geräte nebeneinander laufen, dann kann passiert sowas halt. Und es ist halt wahrscheinlich bestimmt auch nicht so super für Elektronik, wenn du mega viele Geräte nebeneinander hast, der unterschiedlichsten Art. Also, ich habe jetzt gelernt, wenn ich beim Mediamarkt was kaufe, dann sind es Festplatten, weil die kosten da weniger, aber die funktionieren auch. Und vielleicht so Haushaltsgeräte, weil da habe ich auch schon zwei, drei gekauft und die funktionieren auch einwandfrei. Aber jedes Mal, wenn ich Computer oder irgend sowas gekauft habe, war es immer kaputt. Also, das ist meine Erfahrung, meine nicht gerade objektive Meinung, aber ich wollte es einfach mit euch teilen. Ja, das war eigentlich alles, was ich euch heute erzählen kann und auch erzählen wollte. Ja, wollen tue ich euch noch so viel erzählen, aber das können wir uns jetzt die nächsten Monate auf alles aufarbeiten. Glaubt mir, ich habe eine ganz schöne Liste an Sachen, die ich euch alles erzählen will und ich freue mich jetzt auch schon drauf. Ja, und das ist jetzt wieder meine erste Woche, in der ich aktiv Videos gedreht habe. Und nächste Woche, wenn ich dann, geht es dann weiter. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr auch schon mal so Erfahrungen gemacht habt mit Multimedia-Läden und wenn ja, dann bei welchen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.riedmann@outlook.com. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss!